Der DS620 von DNB ist 1000 Lemmationen. Fotodrucker, der Drucke bis zu einer Größe von maximal 15×15×10 cm erstellt. Insgesamt 55 Kombinationen von Druckformaten und Veredelungen möglich. Fotostreifen für Fotokabine, Standard 10×15 Drucke, quadratische Fotos 15×15 cm, Vergrößerungen 15×20 cm, Panoramafotos bis 50 cm Breite. Der Drucker ist kompatibel mit den meisten Programmen unter Windows und macOS. Der DS620 druckt 5 verschiedene Ausführungen ohne Papierwechsel. Sie können durch eine Einstellung im Treiber sowohl matte als auch glänzende Drucke erzeugen. Matt und Glanz können auch kombiniert werden, um einen Wasserzeichen-Effekt zu erzeugen. Das Drucken eines 10×15 Fotos ist dann in 8,4 Sekunden möglich. Der Drucker hat eine Rückspulfunktion für gleichmäßige 10×15 cm und einzelne 15×20 cm Fotos aus einer Papierrolle ohne Papierverlust. Dabei ist der DS620 für seine hochwertigen Drucke auf Premium-DNP-Papier bekannt. Mit schöner Farbdarstellung und extra gutem Kontrast. Papier zum Drucken benötigt. Drucker mit Bandbestücken. Beim DS620 Unterseite des Druckers hat Hebel für Vorgehensweise. Den Hebel drücken Sie und dann kommt die Vorderseite des Druckers heraus. Auf der Rückseite haben wir das Bandfach. Das Band dort platzieren wir. Nur eine Art ist möglich. Der gelbe Deckel muss immer vorne rechts positioniert sein. Du drückst die eine Seite hinein, dann ergibt sich die andere Seite jedoch und dann rollst du die Folie noch ein bisschen auf. Auf diese Weise. Und dann lässt du das Band mit der Bandablage auf der Rückseite in den Drucker hineinfallen lassen. Kann nur auf eine Art und Weise. Dann haben wir hier einen blauen Hebel. Den Hebel drücken wir nach innen. Und dann kannst du diese Klappe auf diese Weise öffnen. Hier ist die Auffangschale für Streifen bereit. Hier die Rollenhalter. Zwei Teile. Rolle egal. Links, rechts, keine Bedeutung. Hier die Papierrolle so einlegen wie gezeigt. Das klickst du einfach drauf. Auch die andere Seite. Sorge für das Papier, dann beim Scrollen nach unten und setzen Sie die Papierrolle in den Drucker ein. Auf diese Weise, ja. Dann rollst du die Rolle weiter. Geh vorwärts, bis du zwei Töne hörst. Und dann wissen Sie, dass das Papier richtig in den Drucker eingelegt ist. Die Auffangschale kann zurückgegeben werden. Wir können den Drucker so schließen. Jetzt werden noch ein paar weiße Testdrucke angefertigt. Fingerabdrücke da. Papier, wisse sicher. Sie landen schließlich nicht auf dem Foto. Drucker ist bereit. Verwenden und drucken. Danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, besuche benel.de.